Herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Werkstatt in Münster. Heute möchten wir euch die Benelli Leoncino vorstellen. Das Fahrzeug gibt es von Benelli schon länger. Nur ein Video haben wir noch nicht gemacht. Kommt jetzt auch in Kürze in Euro 5. Und da kann ich euch direkt sagen, in Euro 5, da wird ihr bei 6.000 Euro liegen, also 5.999 inklusive Liefernebenkosten. Das heißt, da kommt nichts mehr oben drauf oder so. 6.000 Euro fertig. Wir haben jetzt, ich glaube, noch zwei Stück mit Euro 4, die wir euch zum Sonderkurs anbieten können für 5.199. Das heißt, ihr spart 800 Euro, wenn ihr da jetzt zuschlägt. Das Fahrzeug hat 48 PS. Das ist für einen Einsteiger, für den erfahrenen Motorradfahrer, für die, die A2 haben. Eigentlich kann das Ding jeder fahren. Wir haben ABS vorne und hinten an dem Fahrzeug. Also wir haben ziemlich exakt 500 Kubik, so ist es auch angegeben. 47,6 PS, also wir sind unter der 48 PS Marke, gerade was A2 angeht. Sportlich, sportlich. Wir haben Sechsganggetriebe, daran hat sich auch nichts geändert, ob Euro 4 oder Euro 5, total egal. Benzinverbrauch ist mit 4,2 Liter angegeben. Wir haben 207 Kilo fertig fahrbereit, 12,7 Liter Tankinhalt, 2 Liter davon sind Reserve, das heißt, wenn die Lampe angeht und der umschaltet. Und wir haben 397 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, das heißt, ihr dürft 190 Kilo zuladen. Da können auch zwei große Erwachsene mitfahren, ist überhaupt kein Problem. So, das erstmal so ein bisschen zu den Daten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Bin ja mal gespannt. Ihr seht schon, die ist ordentlich groß. Ich bin 1,91 groß und habe 100 Kilo. Ich kann hier wirklich top drauf sitzen. Ich habe die Beine nicht zu sehr angewinkelt. Durch die Tankform ist hier sowieso nichts im Weg, also keine Tankauswölbung oder sowas. Wir haben hier schon mal einen einstellbaren Bremshebel in 4 Stufen. Um die Griffweite zu verstellen, jetzt steht er auf Stufe 2, jetzt stellen wir den, hier ist das Ding, wir stellen mal auf Stufe 1, für richtig große Hände, ist super weit weg. Und jetzt machen wir mal direkt den anderen Extrem hier auf Stufe 4, jetzt ist der viel näher dran, ne? Ihr seht auch, ich komme jetzt hier fast mit den Knöcheln rum, jetzt stelle ich nochmal um auf 1, jetzt muss ich schon so greifen. Schöne Sache, je nachdem wie groß oder klein eure Hände sind, könnt ihr alles einstellen. Wir rollen mal eben ein Stück zurück, dann kann der Philipp hier sein Moped abholen. Alles klar. So, wir haben hier sogar ABS abschaltbar, sehe ich gerade. Das kannst du mal hier an der Seite zeigen. Ich mach mal eben kurz an, mal gucken, ob da irgendwas leuchtet. Das gucken wir uns mal gleich während der Fahrt an. Wahrscheinlich müsste ich erst einmal anrollen. Nö. Ah, nee. Jetzt blinkt das ABS. Ich habe jetzt einmal den ABS-Schalter gedrückt gehalten. Das heißt, ihr könnt auch ABS deaktivieren. Aus welchem Grund auch immer, wenn ihr Driften üben wollt oder ähnliche Stunts machen wollt. Also ich selber würde ABS auf keinen Fall ausschalten. Ich würde, wenn ein Fahrzeug ABS hat, dann würde ich das auch gerne nutzen. Das Sicherheitsfuture. Position, Größe, richtig cool. Guckt euch mal diese riesige, massive Gabel mit dem Durchmesser an. Das sieht schon so rattenscharf aus. Wir haben richtig großen 4 Kolbensättel haben wir vorne drauf, 2 Stück. Und auch sehr cool, dass die hier den Benelli-Löwen vorne drauf haben. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Gucken wir mal, leuchtet Scheinwerfer schon was? Oder leuchtet hier noch nichts? Zündung habe ich an. Jo, Tagfahrlicht, seht ihr nur den kleinen Kreis. Dann schmeiße ich mal den Motor an, mache ich mal eben wieder gerade. Jetzt sollte da schon deutlich mehr leuchten, ne? Jetzt mache ich noch einmal Fernlicht. Dann können wir noch einmal Rücklicht uns kurz angucken, wie das ausschaut. Das ist natürlich sehr geil mit dem durchgehenden LED-Band, ne? Das ist richtig cool. Und Blinker gucken wir auch nochmal. Wie ihr seht, auch alles voll LED, richtig schick. Kennzeichenhalter hat Benelli ja bei mehreren Fahrzeugen so montiert wie hier jetzt, dass wir eine Halterung an der Schwinge haben. Der Arm geht auch richtig massiv rum, hier da wackelt und rappelt nichts. Und wenn das Kennzeichen dran ist, gefällt mir das so eigentlich auch ganz gut. Dann hat man das hier noch schön leer und aufgeräumt. Mir persönlich gefällt's. Lackierung, die zum Sonderpreis gibt's jetzt aktuell nur in Rot. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß jetzt gerade nicht, was die aktuellen Farben sind. Der liebe Tim blendet euch das einmal eben hier kurz ein, hier. Ob es hier noch andere Farben gibt. Und ich würde sagen, ich hole mir meine Klamotten, wir machen eine Probefahrt. Rest gibt's auf der Fahrt und ein Fazit am Schluss. Vielen Dank und bis gleich. So, auf geht's. Probefahrt mit der Leoncino. Da freue ich mich jetzt drauf. Wie gesagt, ein paar Stück haben wir noch zum super günstigen Kurs.
blendet der Tim euch nochmal ein. Ich meine, 5.199 kriegt ihr mega das Bike. Jo. Jo, Moto Guzzi, die will wohl nicht mehr. Manchmal gibt's Arschlochreifen. Mal eben einmal Spiegel einstellen. Zack, zack. Ja, so reicht das. Kupplungshebel ist nicht einstellbar. Bremshebel ist einstellbar. Das hatte ich euch aber, glaube ich, auch vorhin schon gezeigt. Ja. Sitzen tue ich hier super drauf. Boah, der Sitz ist cool mit dieser Sitzmulde hier drin. Das ist wirklich schön. Und auch für meine Größe, 1,91, ist das ein Bike, wo ich richtig bequem drauf sitze. Tacho ist gut ablesbar. Ich habe hier auch groß die Ganganzeige mittendrin. Ich habe eine Temperaturanzeige, die so richtig in Grad angezeigt wird und nicht nur ein paar Balken hat. Außentemperatur ist auch schön, das haben kaum Motorräder. 22 Grad haben wir, Wetter ist auch richtig gut. Guck mal, Bremsscheibe ist schön gelagert, hört man so, macht so coole Geräusche beim Bremsen. Ach so, abschaltbares ABS, hat der Philipp mich noch darauf hingewiesen. Das ABS, was ich hier abschalte, da kann ich nur das ABS am Hinterrad abschalten. Am Vorderrad ist es immer aktiv. Ne? So viel zu dem Thema abschaltbarem ABS. Sitzposition ist richtig schön bei dem Ding. Ich hoffe jetzt, dass wir hier nicht so lange bei Rot rumstehen. Mir gefällt auch die Farbe richtig gut. Aber das ist wie immer eine Geschmackssache. Ich finde das ganz schön, wenn man auch mal farbige Bikes hat und nicht nur schwarze. Ah, Drehzahlmesser, sehe ich gerade, geht hier außen rum. Und hier haben sie noch richtig schön Leoncino reingeschrieben. Ist das schön? Ja, die Italiener verstehen was von Design, das können sie. Endlich sind wir unterwegs, die Ampel war wirklich ewig rot. Das Fahrzeug ist nagelneu, ich bin der Erste, der damit fährt. Hier 2 Kilometer hat das Ding gelaufen, sind gerade vom Hof gefahren. Ja, guck mal, bei uns in der Halle läuft die Klimaanlage, deshalb waren es noch 22 Grad am Anfang, steigt langsam. Jetzt haben wir schon 24 und die nächste rote Ampel. Boah, ist das nicht nervig. Jetzt kommen die bei uns in Münster mit so einem komischen Verkehrsprojekt. Münster soll Pilotstadt werden, wo großflächig 30 km/h in der ganzen Stadt sein soll, bis auf wenige Ausnahmen von ein paar Hauptstraßen. Bin ich gar kein Fan von. Klar bin ich auch für Sicherheit, aber wenn man nur noch mit 30 durch die Stadt rollen kann, ist das bestimmt kein Lärmschutz für die Stadt. Wenn die ganze Zeit überall die Autos rumschleichen, an Ampeln stehen und sich nichts mehr bewegt, das kann auf keinen Fall eine Verbesserung sein, auf jeden Fall nicht in meinen Augen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das dann hinterher funktionieren soll. Wir schauen mal, wie es alles wird. Wir haben hier ein Bike mit mal ein paar PS mehr an Bord. Trotzdem könnt ihr das mit A2 fahren. Ist also die perfekte Motorisierung. Gerade auch für einen Fahranfänger. Und alles, was wir haben, ist, hat das Ding in einer vernünftigen Verarbeitung. Und wenn ihr jetzt zuschlagt zum sensationellen Preis, Kupplungshebel hätte einstellbar sein dürfen. Das gibt einen kleinen Punkt Abzug. Sound ist gut, der Motor ist schön kernig. Doch, das gefällt mir. In naher Zukunft werdet ihr dann auch mehr Testberichte von großen Motorrädern bekommen, wo dann auch vielleicht mal eine 1000er Supersportler dabei ist und andere nette Fahrzeuge. 2 oder 3 Monate müsst ihr euch noch gedulden, aber dann ist es soweit. Dann kommt eine große Marke bei uns ins Haus. Da freue ich mich dann schon sehr drauf. Jo. Wenn wir dann anfangen, damit zusammenzuarbeiten. Das wird richtig cool. Ich denke, ihr werdet auch euren Spaß damit bekommen. Also, das ist ein echt handliches Bike. Obwohl die ein paar Kilo auf den Rippen hat, lässt sich das Ding hier super leicht bewegen und auch vom Schieben her ist die ganz angenehm. Wenn man so ein Ding mal zu Hause in der Garage rein und raus schieben muss oder mal eine Einfahrt oder so, dann ist das Ding hier echt schön handlich. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Bike, womit ihr lange Touren machen könnt oder auch einfach nur in der City um die Ecke fahren. Ist jetzt natürlich kein Reisebike für mehrere tausend Kilometer, aber für eine gute 300-400 Kilometer Tagestour, da fühlst du dich hier richtig wohl drauf, ohne dass dir was wehtut. Auch hier, kommt vorbei, macht eine Probefahrt, kommt zu uns, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ein Kaffee oder ein Getränk steht immer bereit. Und dann können wir uns mal unterhalten, was es alles für schöne Sachen gibt und ihr könnt alles ausprobieren. Ihr bekommt jetzt noch ein paar schöne Fahraufnahmen. Wir fahren gerade zum Hafen von Münster, um ein paar Bilder euch vom Bike liefern zu können. Dann denke ich, machen wir da auch irgendwo das Fazit, dann stehen wir nicht immer so blöd an der Firma rum. Dann fehlt ja auch mal ein paar andere Stadtteile aus Münster. Tada.
So, mein Fazit zu der schönen Italienerin. Wir sind hier schön in Münster am Hafen. Wetter ist gut. Wir haben einen reinen Zweizylinder, der ist echt kernig, schiebt super und ist sehr, sehr laufruhig. Also da habt ihr auf jeden Fall Spaß mit. Auch für lange Touren ist das hier auf dem Sitz wirklich bequem. Ich habe eine sehr gute Sitzposition. Also für lange Reisen zu zweit ist die hintere Sitzbank nichts, um mal jemanden mitzunehmen. Für eine kleinere Tour ist das sicherlich okay. Wollt ihr mehrere hundert Kilometer zu zweit abreisen? Ich glaube, dann ist das hier nicht das richtige Bike. Ansonsten könnt ihr eigentlich alles damit machen. Ihr könnt lange Touren damit machen oder einfach hier in der City zum Hafen, trinkt dann schön Cappuccino und fahrt dann eine Runde weiter. Auf geht's zur Tanke. Super geiles, stylisches Bike, was mir persönlich richtig gut gefällt. Hier am Kennzeichenträger werde ich persönlich ein bisschen was ändern. Ich würde das Plastik hier hinter kleiner schneiden, eine ganz kleine Kennzeichenleuchte oben drauf. Ich würde es aber unten lassen. Und dann würde ich das auch, dann gefällt mir das von hinten auch richtig gut. Und ein paar kleinere Blinker. Also, naja. Das ist zwar LED, das ist alles okay, aber das sind schon echt dicke Klopper. Die haben sonst so viel auf Style gelegt bei dem Ding. Schöne Scheinwerfer, richtig coole Rückleuchte. Und jetzt im Nachhinein, umso öfter ich mir das angucke, umso mehr stören mich die Blinker. Also die würde ich einfach wirklich wegmachen. Einstellbarer Kupplungshebel fehlt. Und ansonsten habt ihr bei dem Bike alles, was ihr haben wollt. Kommt vorbei, macht eine Probefahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.